und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech 3. Ja, wir haben jetzt diesmal das Gebilde aus Obsidian gebaut. Dass nicht mehr alles wegfliegt, glaubt's mir, es fliegt noch genügend weg. Ja. So, wir haben den Fehler entdeckt. Und zwar keine 4 Stacks verwenden. Ganz einfach. Ja, offensichtlich funktioniert das nur mit einem Stack. So, reinlegen, dann kommt jetzt hier das TNT rein. Dann haben wir hier eine Redstone-Fackel. Die lege ich rein, versuche sie noch einzusammeln, hau ab. Und wenn ich jetzt Glück habe, habe ich das Ingot eingesammelt. Richtig! Schön! Ja. Dann müssen wir das gleich nochmal machen. Hast du das Eisen mit eingesammelt gehabt? Ja, genau. Ah, praktisch, okay. Das war nicht gerade intelligent. Hast du noch andere Blöcke? Kannst du mir da irgendwas zuschmeißen? Cobblestone habe ich, ja. Ja, gib mir mal einen Stack. Weil, ist mir zu viel Obsidian, was mir da momentan verpulvern. Machen wir jetzt mal mit Cobbles zu. So. Einmal hier hin. Dann machen wir hier dicht. Dann machen wir hier dicht. Da dicht. Da dicht. Hier auch. So, das heißt, wir schmeißen hier rein die Ingots. So. Brauchst du ein TNT, nehme ich an? Ein TNT noch reinlegen, ja. Habe ich einen. Hast du einen Stick einstecken, Jürgen? Nee, aber ich habe noch Redstone Torch. Achso, du hast die Redstone. Ja, okay, dann nehmen wir die. Weil sonst hätte ich jetzt einen Lever genommen. So, ich setz einfach mal eine hin. Ja. Und tschüss. Will nicht wieder mit in die Luft fliegen. So, sehr schön. Und schaut mal, hier sind Compressed Iron Ingots. Jetzt haben wir einen Dreiviertel Stacks. Oh, einmal dürfen wir noch. Einmal dürfen wir noch, sehr schön. Am Anfang geht viel drauf. Ja, ungefähr genauso viel wie Obsidian und Cobbles. Ein TNT habe ich nämlich auch noch. Ja. Du hast aber auch noch das Eisen. Achso, ich habe auch noch ein Eisen, ja. Ja, genau. Was zum Anzünden habe ich auch noch. Und los geht's. Juhu, Feuerwerk. Ob das mit Tiny auch funktioniert? Tiny TNT? So, jetzt haben wir 2,5 Stacks. Das sollte fürs Erste. So, aber jetzt packe ich meine Spitzhacke aus. Das Zeug lasse ich hier nicht in der Gegend rumstehen. Und warum, dass ich jetzt nicht meinen Hammer verwende? Ganz einfach, weil wir möchten heute noch fertig werden und nicht erst nächste Woche. Ja, der braucht ein bisschen länger. Ja. Jo, die Spitzhacke ist da etwas fixer. Kann ich jetzt euch gleich an der Wand beweisen. So, wo ist mein Hammer? Der ist verschollen. Ne, da ist er. Dann hau ich mal hier hin. Ah, oh, er hat's geschafft. Ja, hat so. Den Vorteil, er macht natürlich dann weg. So, das waren jetzt mal ein Stack Obsidian. Ich habe noch 14. Ich habe noch 10. Also das heißt, wir haben jetzt 40 Stück in die Luft gejagt. Ich habe gar nicht gewusst, dass man mit TNT auch Obsidian so in die Luft pulvern kann. Ja, dann ab zurück ans ME-System. Ich frage mich nur, in welches Zimmer, dass wir das alles wieder basteln. Ich würde fast den Keller vorschlagen. Ach so, okay. Da hast du ja noch nicht viel. Nein. So, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt brauchst du erstmal Compression Chamber Walls. Compressed. Pressure. Du meinst Pressure Chamber Wall. Pressure Chamber. Pressure Chamber Wall gibt es auch. Warte. Ja. Genau die. Okay. Dann machen wir das Rezept hier weg.
Wie viel brauche ich denn davon? So pauschal nicht sagen. Es kommt drauf an, wie groß du deine Kammer machen willst. Sagen wir mal so, ich hatte... Wie groß war denn meine? Meine war... ein Vierer Innenleben. Ja. Also die war insgesamt 4 mal 4. Das sind schon mal 1, 2, 3, 4 sind 16. Das Ganze brauchst du 16, 32 für den Deckel, fürs Innen, für die Wand dann nochmal 8, nee, 12. 4. Also 16 für jede Wand, ne? Sind es 32 links und rechts. Dann haben wir 2, 4, 6, 8, dann nochmal 16. Ja, du brauchst nur dreimal hoch machen, also das geht. Also Deckel 16, oben 16, sind 32. Dann nochmal 8 dazu, sind 40. Ich habe jetzt 48. Gib mir mal einen Keller und bauen wir schon mal auf. Ja, genau. So. Unsere Holzhütte da unten, wo kein Pferd mehr lebt. Wo das jetzt in der Kiste schläft. Okay. Du musst dann aber auch 3 Lücken machen. Du kannst jetzt hier auf dem Boden schon mal 4x4 machen. Jawohl. So. Dann würde ich hinten schon mal eine Wand machen. 2 hoch, haben wir gesagt, ne? So, jetzt muss ich überlegen. Irgendwo muss ja der Druck rein. Das heißt, du brauchst sowieso noch dieses Valve und dann am besten Interface 2 Stück. Also setz mal hier, wo ich bin, noch einen Block hin. Ja, so hoch hätte es jetzt nicht gebraucht, aber okay. Da müssen wir aber auch mit mehr Dingern arbeiten, mit mehr Kompressoren. Hier vorne könntest du jetzt noch Fenster reinbauen. Ich glaube, wenn du einmal dieses Fensterblock machst, bekommst du 4 Stück, dass du auch was sehen kannst. Okay. Und hier würde ich an der Seite... Ich habe jetzt noch 4 Stück einstecken. Ah, warte mal. Mach hier hinten mal 2. Dann, machst du hier vorne auch noch 2. Also da hinten. So, jetzt hast du weg. Das heißt, wir könnten jetzt... Also hier vorne diese Fenster bauen. Warte mal, wie heißen die Dinger dann? Das sind dann die... Ich vermute Pressure Chamber Windows, genau. Okay. Ich glaube, wenn man das einmal craftet, hat man direkt 4. Dann brauchst du Pressure Chamber Interface. Moment, ich lasse mich gleich nach oben, dass ich das gleich bauen kann. Und Pressure Chamber Valve. Ich glaube, da bekommst du jedes Mal 4 raus, wenn du die baust. Okay, das heißt, ich baue jetzt ein Glas, dann habe ich das Window. Okay. Dann brauche ich den Valve. Dann baue ich erstmal diese Pipe. Pipes brauchst du sowieso. Wie da viele? Ja, einige. Dann mache ich mal 16. Dann brauche ich dich. 14. Okay. 4. So, hab ich. Und weiter. Was hast du jetzt alles? Du hast die... Ich habe jetzt vier Window, ich habe 4 Pressure Chamber Valve, ja. Und 15 Pressure Tubes. Interface noch? Das Interface. Pressure Chamber Interface. Oh, da brauche ich noch den Zylinder. Dafür brauche ich Plastik. Ah, okay, dann geht das erstmal nicht. Dann können wir das Interface dann später bauen. Aber erstmal ohne Interface bauen, dann müssen wir... So... Dann komme ich nach unten. So, das heißt jetzt, hier kommt dann das Window rein. Und dann kommt hier, dass das schon mal geschlossen ist, der Valve rein. Jetzt ist das Ding auf jeden Fall zu. Wobei der Valve eigentlich offen ist, weil der Valve ist eigentlich nur ein Durchlass. Okay. Das heißt, du wirst vielleicht nochmal vorübergehend nochmal 4 von diesen oder 3 von den
Walls-Blöcken bauen müssen. Okay. Bin schon unterwegs. Weil wir brauchen eigentlich nur ein Welf. So, was brauche ich noch? Ich habe noch 4 einstecken. Irgendwie muss ich ja noch Druck erzeugen, vermute ich. Genau, dafür brauchst du den Air Pressure. Den Air Compressor. Das ist eine Air Kanone. Air Compressor, jawohl. Genau. Bau am besten direkt mehrere. Ich sag mal 4 Stück. Okay, ich sag mal, wird nicht gehen, aber ist gut. Weil die Kammer ist ja was größer. Da brauchst du ein bisschen mehr Druck, damit du überhaupt was erkennst. Das wird lustig. 1. 2. 3. 4. Oh, das hat, ja, das reicht gerade so. Hab ich? Ich hab 4 Stück. Noch was? Am besten wäre es noch, wenn du dir einen Manometer baust. Das wäre sich sinnvoll. Warte, wie heißt das Ding? Ein Manometer? Ja, warte, ich guck gerade, wie das Ding heißt. Das ist eine Tube mit einem Uhr, mit einer Druckuhr dran. Ja, der heißt Manometer. Heißt der tatsächlich Manometer? Ja. Dafür brauche ich eine Pressure Gau und einen Air Kanister. Der Air Kanister. Ah, einen Air Kanister habe ich noch, okay. Langsam aber sicher wird mir mein Eisen ausgehen. Ja, ich sag doch, da geht einiges drauf. Aber wenn die Kamera gleich erstmal Druck hast, dann brauchen wir nicht mehr explodieren, dann kannst du. Okay, so, dann. Und jetzt das da mit dem da und ich habe einen Manometer. Jawohl. Manometer. Heißt jetzt bei uns was anderes. Okay. Bin hier. So, das heißt jetzt, ich muss jetzt erstmal. Gib mir mal. Mach da erstmal. Ne, da kannst du erstmal auflassen, weil wir müssen erstmal manuell reinschmeißen. Okay. Hier hinten oben kannst du schon mal einen reinmachen, eine Wand. Über diesen Valve, den ich hier gelassen habe. Genau. Okay. Dann gib mir mal ein paar von diesen Pipes, die du hast. Die Hälfte. So, dann schließen wir die da schon mal an. Wieso verknüpft er das nicht? Gerade merkwürdig. Er sollte hier mit dem Valve connecten. So connectet der nicht. Muss der Kasten vielleicht erst komplett sein? Ja, das kann sein. Ja, mach doch mal zu, die Druckwand da hinten. Ja, irgendwas stimmt mit der Chamber nicht, weil er zeigt mir auch nicht an, dass sie, dass es eine Chamber ist. Ich überlege gerade, was da nicht stimmt. Wir haben eigentlich keine Ecke vergessen. Ich hoffe. Ja. Ich nehme mal die Valve raus, setz da mal den letzten Block rein, den du noch. Weil man müsste auf die Chamber klicken und man müsste dann in ein Interface, eine GUI kriegen. Herzlichen Glückwunsch, willkommen bei Let's Test Minecraft. Ja, ja. Bei uns wird probiert, bis die Schwarte kracht. Das Ding doch erstmal kleiner. Also die kleinste Variante ist eigentlich 3x3. Bloß da hält er den Druck halt nicht sehr lang. Spätestens dann, wenn du mit diesem Ding, mit den Interfacen arbeitest, weil jedes Mal der natürlich Druck verliert, wenn das Interface auf und zu geht. Dann bist du da ständig Druck am neu aufbauen. Aber bauen wir erstmal die kleinste möglich. Wie
Comics sonst noch an diese komischen Dinger daran, an diese Pneumatik, waren das Pneumatikzylinder? Die Zylinder, Achso, das Plastik. Dieses Plastik herstellen und dieses Plastik kriegst du halt nur in der Pressure Chamber. Okay. Das kommst du da nicht dran. So, hier vorne kannst du nochmal ein Fenster einbauen. Gut, ich hab die, okay. Wollte gerade sagen, du hast doch alles. So. Und dann bauen wir da mal die Valve ein. Ja, jetzt. Ah, okay. Jetzt hat er connected. Ha, ich schätze mal, wir haben gerade gebaut und der braucht ungerade. Das kann sein. So, genau. Jetzt müsste er mit der Valve auch connecten, genau. Hier brauchst du jetzt eigentlich, setz hier mal das Manometer drauf, hier auf diese Pipe. Ja. Früher war das Manometer direkt in der Pipe. Das Manometer doesn't have any charge, steht drin. Es gibt eine Pipe, wo eine Druckanzeige mit bei ist, aber das Ding hier gerade. Pressure Tube, wo ein Manometer dranhängt. Könnt das Ding aber nicht. Vielleicht gibt's es nicht mehr in der neuesten Version. Pressure Gauk Tube Modul. Hätte ich jetzt auch gesagt, dass du das bauen musst. Das müsste das rein theoretisch sein. Pressure Gauk, eine Tube und Redstone rechts und links. Genau, das Ding müsste das sein. Kannst du das noch bauen? Welches, eine Tube müsstest du dann haben? Das ist die ID 5898. Ja, das ist ja bei mir mit drin. Das ist ja. Ja, das Ding brauchen. Ja, das ist da mit drin, genau. Das ist aber das Manometer direkt offensichtlich, wofür auch immer das benutzt wird. Wir brauchen zum Druckmessen. Wir brauchen die 5928, brauchen wir. Das Item muss hergestellt werden. 5928. Du musst noch eine Pipe mit hochbringen und zwischen das Redstone legen. Aha, okay. 5928. Und Kohle mitbringen, bitte. Ja. 32 habe ich. Hast du das jetzt schon gebaut? Nein, ich hab keine Leitung, deswegen nur unten zwischen das Redstone. Achso, okay. Hab ich schon Kohle. Hab ich. Und das wegen Kleinigkeiten, die wo wir vorher brauchen. Und glaubt's mir, das, was wir danach bauen, wird länger dauern. Viel länger. Das machen länger. Wir alles in der Aufnahme. Teils. Na, ich bin für komplett. Wir können ja ich hab das Ding jetzt Folge mal manuell machen. Aufgemacht, Eisen reingeschmissen und schon mal wieder zugemacht. So. Okay. Die Gauk zeigt dir nämlich jetzt an, wenn du Druck aufbaust, wie der Druck ist. Es sollte nicht in den roten Bereich reinkommen, weil dann macht's Bumm. Kann man die wieder abbauen und von hier ranbauen, nicht? Oben an die Seite? Die sollte sich rein theoretisch mitdrehen, hat sie zumindest früher gemacht. Immer mit dem Spieler. Wenn du jetzt hier oben an die Seite ransetzt, von hier aus? Ja, da genau, setz da mal dran, hier. Oder da, ja. Ist auch also, okay. Dass man direkt drauf gucken kann, quasi. So, und dann setzt du jetzt einmal das Ding dran, genau. So andersrum, das ist connected, das steht falsch rum. So, später kann man halt an eine Leitung 4 wollte ich halt dran machen. Was aber jetzt keinen Sinn macht, weil du noch keine Sicherheitsupgrades hast und weil die Chamber einfach zu klein ist jetzt dafür. So, und dann kannst du hier jetzt Kohle reinschmeißen und dann fängt der an, Druck aufzubauen. In den einen Kohle. Ich schmeiß erstmal 5 rein. Ja, sollte erstmal lang. So, und dann solltest du sehen, dass er erstens brennt, er selber Druck aufbaut. Dass die Druckkammer dann auch Druck aufbauen sollte. Mit 2 gleichzeitig arbeiten wäre Blödsinn.
Für was ist diese Öffnung da hinten? Ob er Druck aufbaut. Ja, er baut Druck auf. Ja, mach mal einen zweiten noch an.